Macht übelst Laune, wie gesagt. Was mir halt eben Sorgen macht, ist, dass wir jetzt schon im Endgame sind. Waren das wirklich nur 12 Stunden? Ja, waren's. Und bis jetzt jeden anderen Stream verpasst und konnte es nur langsam auf YouTube nachsehen. Tut mir leid. Was ist IgoProxy.exe? Wo seht ihr hier eine IgoProxy.exe? Und warum werden hier die New Subscriber nicht angezeigt? Okay, weil ich hier noch was in der Szene vergessen habe. Eine Sekunde, das muss ich natürlich hier hinzufügen. Das geht so nicht. Globale Quellen, denn ich habe umgebaut. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Subscriber. Szene bearbeiten. Erstmal an die korrekte Position. Ein Stückchen nach unten, damit das schön aussieht. So ist besser. Jetzt sehen wir auch die Subscriber, die neuen. Wir brauchen etwas mehr Kybernetik. Das wackelt und dabei an unserer Richtlinie. That was easy. That was easy. Also, auf zur Arktis. Und ich lese weiter. Meine anderen Kunden zu erledigen? Nein, wäre ich nicht. Wäre ich nicht. Halt die Klappe so. Uff, ich muss mal rauchen und dann noch Mund ausspülen. Viel Spaß, Silence. Toll, 11 Stunden verpasst. Ja. Ja, sagte er, Aero-Killer. Ja, hast richtig gehört. Sekunde noch. Gewalte, die kannst du im Laufe der nächsten Tage auf YouTube nachschauen. Genau. Hello, sag mal, kannst du bis Anfang nächsten Monats mit deiner jetzigen Maus noch daddeln? Ich denke schon. Naja, dauert halt leider ewig. Das ist bezogen auf YouTube. Die IgoProxy.exe scheint laut Google von EA zu kommen. Wie gesagt, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Es kann auch sein, dass sie früher den Geist aufgibt. Werden wir sehen. Ja, typisch, dass der Mist dann direkt abstürzt. Habt da vielleicht was erstmal für meine City, nur für Arbeiter da. Wow. Okay. Gut, du hast aber 250.000 Einwohner. Ja, alles klar. Hab heute eine Filmnacht gemacht. Aha. Das ist die Red 8, ne? Oder die Red 7. Welche Ratte ist das? Ne, die Ratte 9. Ich stehe auf die Red-Mäuse gar nicht. Weil ich brauche eine normale Maus. Die braucht 4 Maustasten bei mir, beziehungsweise 5. Ne? 2 an der Seite, 2 oben und das Mausrad. Und noch die Einstellung für die DPI. Das reicht mir. Das ist für mich eine Maus. Ich sollte lieber eine Razer nehmen, okay? Wie lange ich meine habe, meine Maus, die habe ich jetzt seit 3 Jahren. 2 oder 3 Jahre. Aber das ist, denke ich mal, ein normaler Verschleiß, weil ich scroll ja relativ viel in den Spielen. Du hast noch eine Red 7 rumliegen. Okay. Ich selbst benutze meine Razer Naga. Nur die Red 7 liegt halt nur rum hier. Ja, wie gesagt, diese Rattenkacke da ist nicht so meins. Also, ich werde mir die hier auch einfach neu kaufen. Das ist die Shakun Fired leider. Die kostet 20 Euro und wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Moin, moin, Esodemasi. Mir mache ich unten den Schmutz weg und sie funzt wieder perfekt. Ja, das Problem ist ja bei dem Mausrad, das werden die Sensoren sein, die wahrscheinlich den Geist aufgeben, so langsam. Ich bin bei Skype angeschrieben worden. Okay, Silence, da quatschen wir nochmal rüber. Silence hat mir nämlich geschrieben, dass er mir eine Razer Mamba bestellen möchte. Wie gesagt, quatschen wir nochmal rüber. Was muss ich jetzt hier nochmal erhöhen? Erstmal muss ich mir jetzt wieder kurz auf das Spiel konzentrieren. Die Quantencomputer. Sind erhöht. Jetzt muss ich erst gucken, ob wir dafür noch was Neues brauchen vom Mond oder so. Nein, brauchen wir nicht. Nur Strom. Nur etwas mehr Strom brauchen wir hier. Der Verbrauch von der Arktis ist echt gering. Stromtechnisch. Aber gut, wir haben auch eine extrem fette Überproduktion. Und damit haben wir die 100% Produktion. Wir haben die 100% gleich erreicht. Wir müssen nur noch das Stadion bauen. Wir haben schon wieder 1,5, 1 Million zusammen. What the fuck, ich bin am Ausgeben hier eben gerade wie ein Bekloppter. Ich habe null Plan von neuen Anno, aber wenn ich es mir rasch angucke, könnte da was dran sein. Was meinst du? Also, was meinst du damit? Alter, was ist das für eine Musik? Warum kommt so eine komische Musik, wenn wir jetzt hier die Investoren zu 100% glücklich machen?
400.000. Na, so groß ist das zum Glück nicht, der Teil. Boom. Wow. Das kostet aber auch einiges im Unterhalt. Wie viel kostet es im... 8.000 im Unterhalt. Okay. Und wir haben immer noch keine 100%ige Vollversorgung. Da fehlen mindestens noch zwei weitere Stadien. Wobei, warte mal, wenn ich die Stadien hier in der Nähe von denen setze, dann dürfte das schon wieder anders aussehen. Aha! Brauche ich dann zwei? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das Gebiet ist gesperrt. Wir haben jetzt einen Überschuss von plus 12. Reißen wir das Ding nochmal weg. Und wir haben immer noch einen Überschuss. Ja, das ist halt eben wichtig, dass es in der Nähe ist. Okay. Ein Stadion reicht. 100% Vollversorgung. Jetzt ist die Frage, kommen wir auf 150.000 Investoren mit der Vollversorgung? Ich denke nicht. Wir müssen weiter ausbauen, wir müssen weiter verbessern. Hi Bakasura. Natürlich sagen wir dir Hallo und Hi Adlerwache. Aber ich muss halt eben immer wieder aufs Spiel aus, so. Achso, ging eigentlich mehr an Aufwand als an mich. Alles klar. Die geht gleich die Kohle aus. Nicht wirklich. Nicht so wirklich geht uns die Kohle aus, weil wir kriegen jetzt Investoren ohne Ende. Ich mache jetzt das Feuerwerk erstmal aus. Also es ist ganz nett anzusehen, aber das stört. Stört. Hallo, ich habe euch ausgeschaltet. Habe ich doch, oder? Alle Feuerwerke deaktivieren. Jetzt sind's auch. Irgendjemand muss natürlich noch einen letzten Schiss ablassen. Mann. Immer diese letzten Schisser. Selbst ohne die Umlegung der Stadien könnten wir gleich, denke ich mal, noch ein zweites finanzieren. Oh, ist das schön, dass wir das Endgame erreicht haben. Was mich jetzt nervt oder stört, ist, dass ich diese Insel hier umbauen möchte. Muss, in Anführungszeichen, Schrägstrich, Hashtag. Weil ich den Platz hier eigentlich ganz gerne optimal nutzen wollen würde. Also optimaler nutzen wollen würde. Brauchen wir eigentlich hier dich? Ja, brauchen wir anscheinend schon. Anscheinend brauchen wir das Logistikzentrum an der Stelle. Oder aber auch nicht. Ich gucke einfach mal, wo das herkommt. Guck mal, hier würden wir plus 4 machen. Sogar da plus 8. Stecken wir es da ein. Dann stecken wir es darüber. Entweder spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer noch nicht fertig. Nee, ich bin immer noch nicht fertig. Ich brauche immer noch 40.000... 40.000 Einwohner. Alter, Vater. 40.000 weitere Einwohner. Ich warte aber jetzt erstmal ab, wie viele Investoren wir haben. Und dann können wir das Hauptquartier bauen. Aber in der Zeit kann ich euch schon mal ein paar Änderungen zeigen, die wir haben. Und zwar bedingt dadurch, dass ich die Sachen mit den Erfolgspunkten bei Uplay gekauft habe, habe ich dieses wunderschöne neue Schiff. Wir sind Firmenstufe 41. Die Firmenaktien steigen. Ja, Firmenaktien steigen, das ist immer gut. Ich kann auch jetzt die Farbe hier verändern. Also die Segelfarbe verändern. Leider nicht hier, sondern dafür muss ich ins Menü zurück. Des Weiteren kann ich noch das Hauptquartier verändern. Das werdet ihr dann aber erst sehen, wenn es soweit ist. Und ich glaube, da war noch... Ich hätte sie... Achso, das ist vom Stadion, ne? Das ist geil. Ein Zeppelin vom Stadion hier drüber fliegen. Das ist echt cool. So, Firma verwalten. Möchten Sie etwas fragen? Ne, hier. Kommandoschiff, wir haben da zwei Schiffe zur Auswahl, entweder den Trimaran oder den Katamaran und auch das Hauptquartier, entweder Firmenhauptquartier oder Imperium-Hauptquartier. Das sind die Farben, die zur Verfügung stehen. Ist ganz nett, sage ich mal. Es ist immer schön, Sie zu sehen. Zusätzlich dazu habt ihr hier überhaupt mal den Überblick, was wir so haben? Wir haben Sektorprojekte bisher 15% abgeschlossen, was ich persönlich sehr wenig finde. Aber, naja gut, was willst du machen? Was will man machen, ne?
13 Stunden bisher gesamt gespielt. Zuletzt heute. Der 6. von 5. ist unsere Aufgabe. Ich freue mich, dass Sie meine Einladung. Ich habe auch mal kurz in die neue Firma reingeguckt gehabt. Danke. Aber wir haben mittlerweile einiges an neuen Logos freigeschaltet und das ist das zweite, was wir erwähnt haben. Die Firmenlogos von Anno 2070. Also der Baum, der Edenbaum oder das von den anderen da. Das ist halt eben das, was noch freigeschaltet ist. Soll ich etwas an? So, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Wir springen wieder zurück und haben immer noch nicht weiter. Also. Es ist immer noch nicht vorbei mit den Investoren. Ich bin schon am überlegen, wie ich das aufbauen werde. Wie groß bist du so im Vergleich dazu? Perfekt. Beziehungsweise man kann dich dann perfekt so setzen und eins da drunter, eins da drüber, eins da drunter. Dann kann man dazwischen, denke ich mal, die Babys bauen. Zumindest einmal ein paar Parks natürlich noch mit dazu. Oder man geht hin und macht die Informationszentren ein. Die dürften ja zwei Stück mit einer Straße jeweils drumherum. Das geht locker. Oder zwei Stück von denen. Das wäre an der Stelle. Nee, zwei Stück von denen nebeneinander geht leider nicht. Ah, ja. Okay. Wir haben immer noch steigende Einwohnerzahlen. 111.000. Vielleicht kommen wir doch auf die 150.000. Also das wäre ein bisschen schwach. Bei dem bisschen, was wir hier haben, 150.000 damit einmal haben, das wäre nicht ein bisschen schwach. Alter, es sind nur Investoren, die du auf der Insel hast, ne? Nichts anderes. Schon krass. Schon krass. So, was haben wir denn für Aufträge zu erledigen? Sie nur vielleicht? Herein, es freut mich, Sie für sehen. Grafen, haben wir haben 900, nö, brauchen wir nicht machen. Und unsere auch für Grafen, nö, brauchen wir auch nicht machen. Wir könnten wieder eine neue Mission machen, aber da fehlt mir gerade eher die Lust zu. Ich will wissen, wie viele Einwohner ich habe, um dann dementsprechend weitermachen zu können. Na mal halbe Million, um das Ding auf Elite zu bringen. Oder das hier. Nee, das kostet 160.000. Okay, das machen Zeit wir. Für ein paar 160.000 können wir machen. So. Wir können den Stromverbrauch weiter senken, was wir aber eigentlich gar nicht... Wir haben aber so viele Arbeiter über, dass ich da gar keine Probleme sehe. Logistik... Da baue ich ein weiteres Logistikzentrum, also nehmen wir Strom. Denn, wie gesagt, ich habe vor, demnächst mal neue Gebiete dazu zu kaufen. Ja, und da sehe ich eben gerade schon ein kleines Problemchen auftauchen mit der Bauweise, die wir hier haben. Ne, warte mal, warum geht sich das hier aus? Weil ich hier ein Modul zu wenig dran habe. Du musst da einen umziehen, damit ich dich noch da rankriege. Ja, hier kriegt man nämlich nicht mehr genug Module unter. ...1300 Strom schon wieder über. 114.000 weitere Personen. Aber wir sparen auch mehr Strom. Mehr Strom sparen ist mehr Strom sparen. Bei der Mikrofabrikationshalle... habe ich bisher auch noch nicht wirklich darauf geachtet, wo wir da dran bauen. Das ist auch eher ungünstig. Das ist auch eher ungünstig, der Aufbau, den wir da haben. Ja, es muss alles noch ein bisschen weiter optimiert werden. Algen. Da haben wir dich hier aber auch in eine richtig schöne Ecke gebaut, wa? Nö, mehr möchte ich da nicht ranbauen, sonst sieht das affig aus. Soll ja auch schön aussehen. Äh,
ich weiß noch nicht mal, was Tales of Zestiria ist. Da müsste ich mich erstmal schlau machen. 2, 3, 4, 5. So. Du hast schon alle Akkumulatoren, alle Module. Du hast auch alle Module. Du hast auch alle Module. Wir haben noch 86 zum Ausgehen. Ausgeben. Also, weitere Module bitte dran. Falls ihr mir übrigens Fragen zu dem Spiel habt, immer raus damit. Ich beantworte sie, sofern ich sie beantworten kann. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich euch das sagen. Ja, hier haben wir irgendwie ein bisschen... Warum haben wir hier so komische Module dran? Was haben wir denn hier? Ein Lagermodul und zwei Drohnenstockmodule. Die Drohnenstockmodule sind für die Arbeitskräfte, das ist uninteressant. Und das eine ist fürs Lager, das dürfte eigentlich auch uninteressant geworden sein. Hier genauso. Weil Logistik haben wir aktuell perfekt. Hier kann auch noch ein weiteres Modul ran. Nein, kann nicht. Wir haben kein Geld mehr dafür. Ja, verdammt. Gut, das war's mit den Modulen. Und wie ich sehe, haben wir endlich unsere Investorenanzahl von 115.000 erreicht. So, wir haben jetzt... Arbeiten und Leben geht hier Hand in Hand. Pro Haus haben wir 2.500 Einwohner. Das heißt, wir brauchen 4 Häuser für 10.000. Das wiederum bedeutet, wir brauchen 4, 8, 12, 14 Häuser brauchen wir noch. 14 solcher Häuser. Von hier oben hat man... Also 14, damit wir die Komplettanzahl an Investoren haben. Dann wollen wir das doch mal erreichen. Dann wollen wir dieses Ziel doch mal erreichen. Hier eine Zweierreihe... Ich nehme sie beim Wort. Da eine Zweierreihe, da eine Zweierreihe und so weiter und so fort. Nein, dann nicht. Ihr werdet auch gleich alle angeschlossen, dann müsst ihr gar keine Angst haben. Ich muss nur erstmal hier vorbereiten, dass wir hier auch immer runterziehen können. Jo, das passt perfekt, sehr schön. Das passt doch perfekt. Wow, richtig geil ausgerechnet. Eigentlich brauchen wir die Straßen hier zwischen nicht mehr, aber ich lasse sie trotzdem noch. Gefallen mir nämlich relativ gut. So und so. Und so. Und so. Dann müssen wir gleich nur noch die Straßen ziehen. Und weitere Informationspolitikmodule bauen. Damit die Leute hier wieder glücklich werden. Und gerade haben wir wieder leichte Soundbugs, die man hören kann. Die kommen vom Spiel. Kann natürlich an dem Lied liegen, weiß ich nicht. Ihr braucht Informationen, Jon. Kriegt auch ganz gerne Informationen, aber erst später. Ich muss jetzt erstmal hier fertig bauen. Danach kann ich euch informieren, wie es hier weitergeht. Das ist eben gerade schon wieder ein bisschen größenwahnsinnig, wie ich hier baue. Ein bisschen größenwahnsinnig. Geil. Aber ich mag es größenwahnsinnig zu sein. Wie viele haben wir denn hier noch zum Aufsteigen? Ernsthaft noch so viele? Ihr globaler Marktwert ist gestiegen. Yay! Unser globaler Marktwert steigt. Und steigt und steigt und steigt. Okay, mehr Informationen. Wir brauchen mehr Informationen für die Leute. Wollen wir ihnen doch mehr Informationen liefern. Wow. Es ist ein guter Tag. Okay.
Wir haben eben gerade einfach mal alle unsere Biopolymere ausgegeben. Richtig übel. Richtig, richtig übel. Wir müssen jetzt erstmal nachproduzieren. Scheiße. Nein, brauchen wir gar nicht. Schön, dass du vorbei. Biopolymere, ein 100er für 1000. Ich glaube, können wir uns leisten. Erfolgsliste aktuell. Können wir uns gerade so leisten. Und wir brauchen mehr Informationen. Warte mal, das lasse ich. Oder? Ach, jetzt. Nee, ich will den Platz eigentlich optimaler nutzen, wenn dann. Also reißen wir hier die Zwischenstraße weg. Holen uns mehr Informationen ins Haus. Damit haben wir einen Überschwung von minus 8. Und damit haben wir genug Informationen. Sehr schön. Hier hinten fehlt es schon an Sicherheit. Ey, wie viel kann ich denn noch aufsteigen lassen? Das ist ja echt übel mittlerweile. So viele noch. Sehr gut. Gut, 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 gut. So, dann die nächsthöhere Ebene aufsteigen lassen. Machen wir erstmal hier hinten. Und euch auch mit dazu. Euch fehlt es an Sicherheit. Ich hab's ja fast geahnt, dass wir gleich die Sicherheit ausbauen müssen. Damit haben wir genug. Nein, haben wir nicht. Ärgerlich. Jetzt muss ich hier noch mehr Sicherheit bauen. Damit haben wir aber genug Sicherheit. Und Firmenstufe 43 erreicht. Erfolgsebene erreicht. So, das ganze Viertel aufsteigen lassen. Und dann ist das Viertel hier als nächstes dran. Und dann... Ihr seid bereit für die Beförderung, aber mir fehlt was. Ah, ich habe schon wieder meine Biopolymere alle ausgegeben. Ich brauche noch mehr. Hey, ich mach schon. Guck mal, wer da. Er hat nichts mehr. Verdammt. Wir haben ihn leer gekauft. Wir haben ihn mit unseren Upgraderei hier leer gekauft. So, mehr Mobilität. War ja irgendwie klar. Die Firmenaktien steigen. Yay! Die Firmenaktien steigen. Ins Unermessliche. Gebiet ist gesperrt, Gebiet ist gesperrt. Dann müssen wir das... Wir machen einen Plus von 52.000. Hier gibt's noch mehr abzugraden. What the fuck? Firma unter neuem Titel geführt. Hooray. Was denn? Größenwahnsinn? Oh, Biopolymere. Gut, wir brauchen definitiv ein zweites Stadion mittlerweile. OMFG, OMFG. Biopolymere! Wir brauchen mehr! Ihr globaler Marktwert ist gestiegen. So. Damit haben wir da auch eine Überversorgung aktuell erreicht, aber das ist okay. 68.000. Alter! Und wir sind beim Vibe noch nicht fertig. Wow! Biokurs minus 92! Wir müssen so viel nachbessern, ey! Aber die 150.000 haben wir locker. Die 150.000 kriegen wir auf jeden Fall locker hin. Wir haben jetzt schon 141.000. Okay, ich bin aber kein Final Fantasy so, Fan Silence. Also eher Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja. Wir kümmern uns gleich um Gegenmaßnahmen. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ich muss ja eben gerade zwangsweise warten, dass ich hier Biopolymere habe, um überhaupt weiterzumachen. Jetzt sind aber keine Upgrades mehr hier da, ja? Ich kann nichts mehr aufsteigen lassen. Nein, kann ich nicht. Sehr gut. Och, endlich. Das wurde aber auch Zeit, dass wir hier nichts mehr aufsteigen lassen können. Ja, ich hab's doch verstanden. Ich hab's doch verstanden.
So, dann wollen wir mal weitere Reisfelder bauen. Jede neue Menge Erfolgsebene weitere. Erreicht. Wir haben mittlerweile Stufe 47 erreicht. Bis wohin geht denn das? Minus 42. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr. Noch ein paar mehr. Das heißt, wir müssen auch gleich die Logistik wieder nachschmeißen. Also erhöhen. Da haben wir hier aber nicht genug Platz. Ah, hier haben wir noch. Hier haben wir doch Platz. Ja. Dann müssen wir dich umbauen. Kriegen wir die Straße... Na, kriegen wir nicht schöner gezogen. Minus 19. Minus 1. Ein neues Logistikzentrum. Dann könnte das schon wieder anders aussehen. Nein, immer noch minus 1. Schade. Also noch mehr. Baue ich jetzt erstmal da ein. Damit haben wir genug Biokost. Als nächstes kümmern wir uns um das Wasser. Mehr Wasser für das Land. Habe ich denn noch Küstenbauplätze? Ja, habe ich. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ich bin doch schon dabei, daran zu arbeiten. Minus 21. Alter Vater. Minus 30. Ein Logistikzentrum in der Nähe, dann sieht das bei minus 6. Damit sind wir bei minus 1. Wenn ich das Logistikzentrum verschiebe, bleiben wir bei minus 1. Also noch ein weiteres Modul dran. So, das war das. Dann kommen wir mal zu den Vitamindrinks. Da brauchen wir 93 weitere. Ich glaube, diese Fabriken werden nicht reichen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich denke mal, diese Fabriken werden nicht reichen. Definitiv nicht. Scheiße, brauchen wir viele Fabriken jetzt. Und nicht nur die Fabriken brauchen wir mehr. Wir brauchen gleichzeitig auch noch die Obstplantage. Noch und Löcher. So, wir sind auf minus 15. Noch eine mehr. Ups, 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 ups. Das ist etwas übertrieben. Plus 15, plus 9... Plus 3. Minus 3. Alles klar. Ein Modul muss dranbleiben. So, dann Obstplantage. Minus von 124. Naja. Naja. Bauen Sie 1000 Module. Sehr schön. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Sehr toll. Ich freue mich. Einmal umsetzen, dass das hier auch wieder korrekt ist. Minus 32. Weißt du was? Wir bauen erstmal in die Richtung weiter. Wir brauchen auch gleich mehr Strom. Beziehungsweise müssen dann noch ein paar Module bauen. Wir haben ja wieder Iridium gekriegt.